Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight Plague of Shadows. Letztes Mal haben wir hier das Exploratorium abgeschlossen und dieses Mal wagen wir uns an den Eisenwal. Zeit für die Forschung. Habe ich, glaube ich, in Shovel of Hope schon erwähnt. Ich persönlich empfinde den Eisenball als einen der schwereren Level. Und das war dumm. Nein, falsch. Sprunghülse. Och, komm schon. Ich will dieses Gold noch eins an. Hab ich doch. Das finde ich immer eine recht coole Mechanik, wie man hier diese Krebspanzer umherschleudern kann. Ui! Noch Mist verfehlt. Ui! Und weiter geht's. So, du bist der Nächste. Und da ist dann natürlich alles runtergeflogen. So war das nicht gedacht. Köderbombe. Köderbombe. Was ist denn jetzt das für ein Beschiss? Ach komm, das ist doch Beschiss. Es fliegt kurz hoch und dann ist es weg. Was ist das für ein Beschiss? Na egal. Haben wir halt dieses Tonic nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir mit 24 Chiffre-Münzen angefangen. Schauen, ob hier hinten irgendwo was ist. Nein. Komm schon, geh kaputt. Hier will ich. Was will ich? Und hab's. Okay. Bogenhülse. So, da kommen wir auch mit der Bogenhülse hoch. Shovel Knight hätten wir da jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht hochgekonnt. Und ein Tonic. Endlich. Oh, da geht's durch. Okay. Umstellen. Und hier ist wahrscheinlich nur Gold dran. Ja, nur Gold. War ja klar. Naja, besser als nichts. Ich nehm's. Dass ich da nicht durchkomme. Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber was soll's. Wir gehen mutig weiter. Und haben hier unseren ersten blauen Ritter, der mit Enker nach uns wirft. Nö. Hör auf, Scheiße auf mich zu werfen. Okay. Die Krebs sind tot, der Ritter ist weg. Sonst ist doch nichts. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, sonst wäre ich da voll drauf geflogen. Und diese grauen Krebse hier sind unbesiegbar. Das kennen wir ja schon. Aber hier ist was drin. Yep, das hat gepasst. Bleib bitte hier. Ich verwenden wir noch, damit wir ein bisschen wegkriegen. Und jetzt hatte ich gerade furchtbar Glück, dass ich nicht in die Stacheln geflogen bin. Furchtbares Glück. Aber egal. Erster Speicherpunkt. Yay. Und hier links ist noch was. Das sind zwei Schiffe mindestens, ja. Nicht gut. Kein gutes Zeichen. Was kommt
schon ein Holztier. Und dafür ist dieser langsam absinkende Explosionssprung mal wieder enorm hilfreich. Was haben wir hier? Och, ist das doch bescheuert! Nur weil der Fisch nicht in meine Hitbox kommt? Vor allem, der war... Ich habe ihn voll berührt! Mehrmals! Und das hat ihn einfach nicht gewertet. Okay, ich versuche das da unten einmal und wenn es nicht... Wenn es nicht hinhaut, dann lasse ich's. Okay, zumindest habe ich den Großteil meines verlorenen Geldes wieder. Hier auch noch mal holen? Ich versuch's. Nein! Wieder nicht geschafft. Nein, das Ding da will ich nicht angreifen. Aber jetzt habe ich alles wieder. Geht doch. Dass ich bis jetzt erst 3 Chiffre-Münzen habe, erstaunt mich so ein bisschen. Wahrscheinlich gibt es nachher wieder eine Stelle, wo elend viel von denen aufs Mal kommen. Aber fürs Erste ist die Auslese hier noch nicht so wirklich groß. Da ist noch mal was. Ein Krebs. Was auch prompt mal auf die Fresse gegeben hat. Okay. Vielleicht 2 da hinten kriege ich auch noch. Ach, die sind mir... Yeah, jetzt hätte ich sie fast erwischt. Na egal, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Oder ist da oben noch irgendwas? Nein, scheint nichts mehr zu sein. Okay. Dann vorwärts. Und jetzt werden hier diese Tentakel eingeführt. Mal angeln. Schön, Tolikon habe ich ja jetzt alle verbraten. Es ist nichts mehr in der Wand. Und die kann man nur da oben an der Spitze des Tentakels kaputt machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Komm her. Geht doch. Okay, vorsichtig. Rechts noch. Du sollst nicht nach rechts fliegen, wenn ich nur sage springen. Okay. Vorsicht. Das ist noch eine Münze, das macht dann 6. Und Gold. Ja, besser als nichts. Ich bin nicht hoch genug. Ja, da seht ihr es, die kann man nur am Kopf vernichten. Nein? Jetzt habe ich mich verdrückt. Versuchen wir es doch mal so. Fliegt nicht weit genug. Ach, das zählt jetzt, oder was? Ach, egal. Wo ist sie denn? Da. Angeln. Und dann gehen wir weiter. Ein Notenblatt, sehr schön.
Kann man immer gebrauchen. Da ist auch noch was. Nur ein Apfel, aber hey, ich kann es gebrauchen. Ich war gerade, hatte gerade nicht volles Leben. Weg. Ist auch weg. Ist auch weg. Und eine Münze. So, jetzt geht er runter. Ein bisschen mehr Geld zu holen. Okay. Uah. Vorsicht. Das Geld da auf den Stacheln ist mir egal. Das ist es nicht wert, dafür zu sterben. Ist weg. Und jetzt fallen wir langsam hier durch. Okay, irgendwie glaube ich, dass Plague Knights Arm keine Hitbox hat. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin deutlich mit dem Arm ausgestreckt, einfach durch das Zeug, das da am Boden gelegen ist, durchgefallen. Zählt das nicht als Hitbox? Ach, egal. Ich mache mir hier zu viele Gedanken. Hier ist sonst nichts mehr in der Wand. Und es geht tiefer, das Wasser wird schwarz. Und wir sind schon beim Halbboss angekommen. Das ist eine Stelle, die fände ich unfair. Die hat mich beim ersten Mal, als ich hier durchgespielt habe, so ein bisschen aufgeregt. Denn die Sache ist die, in allen anderen Leveln in Plague Knights Kampagne ist es ja so, die blaue Kiste beinhaltet Kistian. Aber bevor man Kistian findet, gibt es ja irgendwo eine braune Kiste zu finden, in der dann das Relikt drin ist. Hier ist das anders. Als ich hier zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich hier gedacht, hä, habe ich jetzt die Reliktkiste irgendwo vergessen? Nein, das hier ist die Reliktkiste. Kistian befindet sich nicht hier in dieser blauen Kiste drin, sondern das Relikt. Und das hat mir beim ersten Mal so auf den Sack gegangen. Das fand ich so unfair, weil als ich die blaue Kiste hier gesehen habe, habe ich gedacht, ich habe das Relikt irgendwo übersehen. Und hab den Level einfach neu gestartet. Machen wir es doch einfach. Oh, verdammt. Jetzt verbraten wir mal Zwentonix. Na toll, genau jetzt geht er natürlich kaputt. Ja, hier haben wir den Wurfanker. In der blauen Kiste. Das hat mich echt das erste Mal, als ich das gespielt habe, so durcheinander gebracht und so aufgeregt, als ich das dann rausgefunden habe. Einfach nur, sie ändern die Regeln hier extra, so nach dem Motto, braune Kisten sind die Relikte drin und dann setzen sie diese Regel hier in diesem einen Level außer Gefecht nur... Ja. Ich ärgere mich jetzt nicht noch weiter drüber. Es ist einfach was, das ich so ein bisschen unfair fand beim ersten Mal spielen. Hochhülse. Hier. Das wird auf. Verdammt. Getroffen. Vorne kommen, die können wir ja jetzt gebrauchen. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Aber besonders jetzt, da ich nicht mehr voll bin. Ein weiteres Notenblatt, sehr schön.
Und tschüss, der Tentakel. Falsche Richtung. Nein, nein. So, jetzt mache ich dich noch kaputt. Und jetzt ist der Sprunghülse. Ich. Ich sag's eigentlich in fast jeder Episode, aber genau das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Dieses permanente Umgestellen der eigenen Wurfgeschosse. So. Jetzt haben wir 12. Das klingt, kommt mir immer noch ein bisschen wenig vor. Ich kann's nicht abschütteln. Was? Nein. Aber wir haben ja auch noch nicht Kistian gefunden. Von dem her haben wir jetzt auch noch nicht alles vom Level hinter uns. Seht ihr da drüben? Münze in der Wand. Das heißt, da ist wahrscheinlich wieder Kistian und jede Menge Zeugs zu finden. So, jetzt können wir es abwarten. Speicherpunkt. Und... hier geht's lang. Das sieht so aus, als wäre da unten. Was ist das? Muss ich? Ja. Hab's doch geahnt. Hier haben wir's. Sehr schön. So, wo haben wir es? Wo haben wir es da? Ah, hätte es gar nicht gebraucht. Okay. Egal. Dem gehe ich jetzt nicht nochmal extra runter. Was ist hier drin? Geld und ein Tonikum. Sehr schön. Ist einfach weg. Haben wir. Und weitere Münzen. So hätte ich nicht. So mag ich das. Ach, so mag ich das nicht. Oh, Mann. Ich bin noch gesprungen. Hallo? Machen wir es so. Sehr schön. Nicht gestorben. Das war knapp. Und jetzt sind wir bei 21 Münzen. 22, okay. So langsam glaube ich, das können wir noch schaffen mit den 30 Münzen. Und du kommst hier nicht aus dem Wasser, ne? Ah, sehr schön. Jetzt versuchen wir es mal mit der Orbithülse hier. Yep, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt hier nochmal Streupunkte. Das löst schnell mehrere Explosionen aus. Okay. Das hat was. Das hat definitiv was. Was hat das hier nochmal? Das. Anzünder. Schwarzpulver. Ah, da kann ich selber aussuchen, wann es explodiert. Damit kann ich allerdings nicht so schnell werfen. Okay. Machen wir jetzt mal wieder Standard-Loadout rein. Ja, hab alles. Okay. Und hier befindet sich jetzt Kistian, der uns den Anker gegen den Bottich eintauschen möchte. Das zeigen wir doch auch mal. Damit können wir uns für kurze Zeit eine Plattform erstellen.
Kostet allerdings relativ viel Mana. Was sagt er jetzt nochmal? Oh, eine gute Wahl. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Relikt bei einem renommierten Sammler ein neues Zuhause findet. Hehe. Ja, du liebst Shovel Knight. Ich weiß schon. Okay, jetzt fehlen nur noch 6 Münzen. Schauen wir doch mal. Die sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Hör doch auf, mich zu treffen. Okay, hier ist wahrscheinlich nur Gold drin. Yep, nur Gold. Aber egal, wir nehmen das. Wir nehmen das. Und zack. Das ist die Köderbombe. Da. Ein Tonikum. Sehr schön. Nehmen wir doch gerne in Empfang. So, da oben. Auch nochmal eine Münze. Karotte, sehr schön. Ist weg. Verdammt, egal. Nichts passiert, nichts passiert. Ich habe nur ein bisschen was abgekriegt, aber das ist egal. So, dich wieder rein. Köderbombe. Und hier ist jetzt nichts mehr. Ah, Futter. Sehr schön, das kann ich gebrauchen. Sind wir? Nein! Okay, sehr schön. Ich bin noch durch. Ich bin noch durch. Da ist nochmal eine Münze. Wenn ich die habe, dann bin ich bei 28, glaube ich. So. Jetzt das Ganze hier. Ah, sehr viel Gold. So mögen wir das. Ist noch was zum Essen. Sehr schön. Jetzt komm schon, geh kaputt. Danke. Zwei Münzen noch. Das sollte doch schaffbar sein. So. Tonikum. Ah, ich kann noch eins verwenden. Okay. Und ja, diese grauen Einsiedlerkrebse können wir auch mit dem Schalen von anderen einsammeln. Doch, können wir. Ah. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich... nein, so war das nicht geplant. Halt! Falsche Richtung. Falsche Richtung. Uah. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Jetzt holen wir uns erstmal dich. Was das? Ja, das reicht. Sehr schön. Puh, okay. Sämtliche 30 Chiffre-Münzen. Und... jetzt bin ich voll. Jetzt kann ich auch keinen Tonikum mehr aktivieren.
Oder Tony Kao oder wie auch immer. Okay. Treasure Knight, du bist dran. Was ist los, Plague Knight? Läuft's in Sachen Alchemie gerade nicht so rund? Bist du hier, weil du mal wieder total abgebrannt bist? Oder ist diesmal dem Orden die Kohle ausgegangen? Kannst du denn nicht so viel Narrengold erschaffen, wie du lustig bist? Ha, gut geraten. Aber nein, es geht mir um etwas weitaus Wichtigeres als schnöden Mammon. Wichtiger als Gold? Mach dich doch nicht lächerlich. Pack dich, du niederes Geschmeiß. Oh, da ist sie ja, deine Essenz. Hihihi. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich mich selbst bediene. Und einfach drüber. Und wir haben ihn auch schon fast. Um ehrlich zu sein, das ist mit Plague Knight fast zu einfach. Vor allem, wenn man viele Tonika aktiv hat. So, damit hätten wir Treasure Knight besiegt, den Eisenwal abgeschlossen, sämtliche Chiffrenmünzen im Eisenwal geholt und einen ganzen Haufen Gold, den wir jetzt auch ausgeben werden. Also, was hast du uns zu sagen, Mona? Du siehst aus, als hättest du mit einem Teich gekämpft und verloren. Mit dem Meer, ja. Ich musste mir die Essenz der Habgier holen. Schöne Bude, die der da unten hat. Hab nie kapiert, was der an Gold so toll findet. Das kann man sich doch aus Sägemehl und Mäuseschädeln selbst machen. Okay, ekelhaft. Manche Leute müssen es sich selbst einfach schwer machen. Hihi, an die Arbeit. Also, woran arbeiten wir? Wie viel brauche ich jetzt, um den Shop wieder zu verbessern? Ah nee, warte, das ist ein Labor. Okay, ich habe da ein neues Spielzeug geworfen. Wir müssen erst bauen. Brauchen wir 80. Das wird ja immer teurer. Ja, auf Lau kannst du mir das natürlich nicht bauen. Ist klar, ist klar. Was kann ich mir noch holen? Feuerwalz in beide Richtungen, das hört sich doch richtig schön an. Mehr Bomben, gleich mehr Wirkung. Komponenten, war das Glück? Schlecht. Ich schau mal schnell, kann ich mir sonst noch irgendwas kaufen? Die doch nicht, oder? Ich liebe große, starke Männer. Vielleicht könnte ich dir ja etwas brauen, einen Trank, der dir dabei hilft. Egal, ja, natürlich. Du schießt doch auf Tränke. Yep. Gut, du bist jetzt nur noch da, um mir Tonika zu verkaufen. Das ist natürlich etwas enttäuschend. Ich habe noch einen Brief für dich. Lass mal lesen, Ich sehe dein Werk. Ja, das Glück ist dir hold. Einsatz, so viel Gold, so viel Bomben geworfen, einen Bombenschuh eingesetzt. Du hast es drauf, doch im Kampf warst du 13 Mal unterlegen, also pass gut auf. Gext für deinen Triumph. Ja, das sind Grüßen, deine Oma Sumpf. Was zum... Weißt du, wer das sein soll? Sicher eine Hexe. Ah, mach das einen Bogen nach unten. Was ist das jetzt nochmal? Mehr Bomben. Sprunghülse. Ah, okay, so funktioniert das. Ah, da ist ja nochmal ein Notenblatt. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Gut, da ich sonst nirgendwie Geld ausgeben kann, schau mal, was du sonst noch hast. Holt bei deiner Zündung einen Energiestoß vor dir ab. Schauen wir uns das ganze Zeug dann auch kurz an. Das haben wir alles schon. Nehmen wir das Standard rein. Sief, Schwebe, Kugelexplosion. Ah!
Ah, somit kann ich auch häufiger im Sprung diesen Bombensprung einsetzen. Hat was. Hat definitiv was, wenn ich nicht so ungeschickt wäre. Okay. Eisenball abgeschlossen. Jetzt fehlt hier nur noch die verlorene Stadt. Daran wagen wir uns dann beim nächsten Mal. Das war's jetzt für heute mit Shovel Knight Plague of Shadows. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.